Hey, willkommen zurück. Wir fahren fort mit dem Studium Was ist Sünde? Wir waren in den Notizen auf Seite 47 und wir haben jetzt angefangen, uns mit der Frage zu beschäftigen, ist Sünde eine Entscheidung oder unsere Natur? Und wir machen das aus dem Grund, weil selbst viele, die ja, diese Botschaft von 1888 hochhalten wollen, dann sagen, dass Sünde unsere Entscheidung ist und nicht unsere Natur. Und es wirklich betonen, dass Sünde nicht unsere Natur ist. Aber eigentlich haben wir gesehen, dass auch gerade in der 88-Botschaft das Fundament eigentlich ist, dass Sünde unsere Natur ist und dass diese tiefgreifende Umwandlung stattfinden muss, dass Gott dieses Neuschöpfungswerk in uns tun muss. Und wenn man eben sagt, Sünde ist unsere Entscheidung und nicht unsere Natur, dann werden wir unseren Willen falsch gebrauchen. Aber wir haben gesehen, der Wille ist wichtig. Also Ellen White sagt, alles hängt von dem richtigen Gebrauch des Willens ab. Und so wollen wir jetzt besser verstehen, wie die Bibel denn jetzt bestätigt, dass Sünde tatsächlich unsere Natur ist, dass wir da wirklich ein für alle Mal drauf gegründet sind, dass das tatsächlich so ist. Und dann können wir auch verstehen, in welche Richtung wir denn unseren Willen wirklich benutzen sollen. Denn er hat tatsächlich eine entscheidende Rolle. Jetzt, wir haben schon gesehen in Patriarchen und Propheten in dem vorigen Vortrag, dass der Mensch wegen seiner sündigen Natur das Gesetz nicht halten konnte. Also, hier wird ganz klar die Ursache genannt, was dazu führt, dass der Mensch das Gesetz nicht halten kann. Es ist wegen seiner sündigen Natur. Es ist nicht, weil er sich nicht dazu entscheidet, die Sünde nicht zu tun, sondern die sündige Natur. Das ist der Grund. Und daran kann man eigentlich schon sehen, dass die einzige Möglichkeit, den Menschen wieder dahin zu versetzen, dass er das Gesetz halten kann, die Veränderung dieser sündigen Natur ist. Oder wir haben gesehen, das Wegnehmen dieser sündigen Natur und das Ersetzen mit einer neuen Natur. Und das ist genau, was in Römer 8, Vers 7 beschrieben wird, dass die Gesinnung des Fleisches, die Feindschaft ist gegen Gott, die dem Gesetz Gottes nicht untertan gemacht werden kann, also die das Gesetz nicht halten kann, dass sie, wie A.T. Jones gesagt hat, vernichtet werden muss, zerstört werden muss. Und erst wenn diese Umwandlung der Natur stattgefunden hat, dann kann der Mensch das Gesetz wieder halten. Weil davor war es ja wegen der sündigen Natur, dass er es nicht halten konnte. Da ist das Problem. Jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie unser Wille zusammenhängt mit unserer sündigen Natur. Das ist aus 9. Manuscript Release. Sie schreibt hier: Bis die Anforderungen des heiligen Gesetzes als Lebensregel angelegt waren, konnte der Gefallene seine eigene Schuld nicht verstehen und auch nicht seinen verurteilten, verlorenen Zustand zu erkennen. Also in der Frage, was unser Problem ist, unsere Entscheidungen oder unsere Natur oder unser Zustand, ist es ganz klar, dass hier das Problem ist, unser verlorener Zustand. Jesus wandte das Gesetz direkt auf die Seele an. Das heißt, nicht einfach auf die Taten, sondern direkt auf das, was wir sind. Jesus wandte das Gesetz direkt auf die Seele an und legte unter dessen Zuständigkeit den Willen und die Wünsche und Werke des Menschen. Ja, also Werke, Taten natürlich auch, aber unsere Wünsche, das heißt unsere Neigungen, unsere innersten Triebe, das, was wir wollen, und auch unser Wille. Was wollen wir eigentlich? Und die Bibel sagt ganz klar, da liegt schon das Problem. Schon in dem, was wir wollen. Das Gesetz prüft schon unseren Willen. Das Fehlverhalten und alle vom Gesetz verurteilten Gedanken und Gefühle sind zu überwinden. Noch ein weiteres Zitat. Gott ruft alle, die wollen, aufzukommen und umsonst vom Wasser des Lebens zu trinken. Die Kraft Gottes ist das eine wirksame Element in dem großen Werk, den Sieg über die Welt, das Fleisch und den Teufel zu erlangen. Also ist es jetzt unsere Entscheidung oder ist es Gottes Kraft?
das einzig wirksame Element. Sie sagt, die Kraft Gottes ist das eine wirksame Element, den Sieg zu bekommen. Ja. Sie sagt, es ist in Übereinstimmung mit dem göttlichen Plan, dass wir jedem von Gott gegebenen Lichtstrahl folgen. Der Mensch kann ohne Gott nichts vollbringen. Nicht mal das richtige Wollen. Ja, darauf wollen wir hinaus. Nicht mal sich entscheiden für die Sünde. Ja. Und Gott hat seine Pläne so erstellt, dass in der Wiederherstellung der menschlichen Rasse nichts ohne die Zusammenarbeit zwischen Menschlichen mit dem Göttlichen vollbracht werden kann. Also in allem, was Gott für uns tun möchte, müssen wir jetzt schon sagen, Gott wird natürlich nicht über unseren Kopf weg entscheiden und alles tun. Irgendwas muss der Mensch jetzt auch tun, das ist klar. Die Frage ist nur, was? Sie sagt, der Teil, den der Mensch aufbringen muss, ist unermesslich klein. Doch in dem Plan Gottes ist es genau dieser Teil, welcher notwendig ist, um das Werk gelingen zu lassen. Ja, also alles hängt vom richtigen Gebrauch des Willens ab. Also es gibt schon einen Punkt, den wir machen müssen. Ja, er ist zwar unermesslich klein, aber wenn der Punkt nicht richtig verstanden wird, dann kann nichts anderes geschehen. Und das wollen wir verstehen. Was ist denn dieser eine Punkt, dieser unermesslich kleine Punkt, der aber der alles Entscheidende ist, den wir zwar tun müssen, der aber, wie wir wissen, keine Werke sein kann. Es kann keine Werksgerechtigkeit sein, ja, dass wir irgendetwas in dem Sinne tun müssen, um uns das zu verdienen. Darum geht es hier nicht. Aber trotzdem ist da ein Teil, den der Menschheit tun muss. Unermesslich klein, aber notwendig, damit Gott das in uns tun kann, was er nur tun kann. Es ist eine Zusammenarbeit und das wollen wir jetzt genauer verstehen. Wirken der Apostel 477. Das Werk, die Erlösung zu erlangen, besteht aus partnerschaftlichem, gemeinsamen Wirken. Ein Zusammenwirken zwischen Gott und dem reumütigen Sünder. Das ist unerlässlich für die Bildung einer rechten Charakterhaltung. Der Mensch muss sich ernstlich bemühen, das zu überwinden, was ihn hindern könnte, die Vollkommenheit zu erreichen. Das Gelingen aber hängt ganz und gar von Gott ab. Also, ja, die Bibel sagt, wir müssen wollen, wir müssen uns bemühen, aber wir müssen verstehen, was die Bibel genau damit meint. Menschliche Anstrengungen reichen niemals aus. Ohne den Beistand der göttlichen Kraft sind sie nutzlos. Gott und Mensch müssen zusammenwirken. Jetzt, der Versuchung zu widerstehen, ist Sache des Menschen. Die Kraft dazu aber muss er von Gott nehmen. Also, Gott muss schon warten, dass wir zumindest sagen, ich möchte widerstehen. Und auch, dass wir losgehen und sozusagen der Versuchung widerstehen. Also wir müssen unseren Verstand setzen, sagen, ja, das ist die Versuchung und ich möchte ihr widerstehen. Aber die Kraft dazu kommt dann von Gott. Also wir nie denken, dass wir in unserer eigenen Kraft der Versuchung widerstehen müssen, aber Gott tut auch kein Wunder, sodass immer, wenn eine Versuchung kommt, wir automatisch dem widerstehen. Nein, wir müssen jedes Mal unsere Entscheidung treffen, ich will das nicht. Gott wartet darauf, ja, weil er uns die Freiheit gibt. Und zwar jedes Mal. So stehen auf der einen Seite Gottes unbegrenzte Weisheit, sein Mitleid und seine Macht. Auf der anderen Seite sind menschliche Schwäche, Sündhaftigkeit und völlige Hilflosigkeit. Also obwohl wir völlig hilflos sind und der Versuchung eigentlich gar nicht widerstehen könnten, müssen wir Gott zumindest sagen, Herr, ich möchte das aber nicht. Und dann kann Gott seine Kraft geben. So, also wir machen das, um so ein bisschen zu unterscheiden, ja, in welche Richtung wir den Willen gebrauchen müssen, denn er ist wichtig, aber wir müssen es eben weiter differenzieren. Und wir kommen darauf nochmal zurück. Jetzt schauen wir uns mal wirklich das Urproblem an. In Erziehung 134 heißt es, die Heilige Schrift lehrt keine Wahrheit deutlicher als diese, dass das, was wir tun, das Ergebnis dessen ist, was wir sind. Also wenn wir die Sünde tun, was heißt es? Dass wir sündig sind. Und sie sagt sogar, die Heilige Schrift lehrt keine Wahrheit deutlicher. Also es ist wirklich etwas, was die Bibel uns richtig deutlich machen möchte, weil Gott natürlich weiß, wenn wir dieses Problem nicht verstehen, dann kann er uns gar nicht die Erlösung geben. Und deswegen muss er das so deutlich lehren. Denn wenn wir es nicht verstehen, kann da auch keine Lösung kommen. Also Handlung ist immer die Folge dessen, was wir sind. Das heißt, um die Handlung zu ändern, müssen wir zur Wurzel gehen.
und da ansetzen. Es heißt in hier 4. Manuscript Release 440, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Gott kümmert sich nicht so sehr um die Handlungen, als um das Herz, welche sie veranlasst. Ja, also, wie ist unser Herz? Was ist die Natur unseres Herzens? Daraus folgen die Handlungen. Möchtest du die Handlung ändern? Ändere das Herz. Ändere die Natur, die diese Handlung hervorbringen. So, Henwald schreibt, zahlreich sind die Symbole, durch welche der Geist Gottes danach trachtete, diese Wahrheit darzustellen. Und es ist wirklich, wenn man das einmal begreift, diesen Zusammenhang, findet man das überall in der Bibel. Und wir werden uns das ein bisschen anschauen. Ein wunderschönes Beispiel ist das Gleichnis von dem guten und dem schlechten Baum, das Jesus gegeben hat. Wir haben eben schon gelesen, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Das ist genau aus diesem Gleichnis. Ja? Er vergleicht es dann mit dem guten und dem schlechten Baum. Ja? Gott kümmert sich aber nicht so sehr um die Früchte, ja, um die Handlungen, sondern sagt, ändere den Baum, dann kommen auch die richtigen Früchte. Ändere die Natur. Der Enweit sagt in Christi Gleichnisse 65, wie in der Natur, so ist es auch im Reich der Gnade. Also wir können in die Natur gehen, um zu lernen, wie es in diesen geistigen Realitäten funktioniert. Also, damit wir das kurz präsent haben, geht zu Lukas 6, Lukas Kapitel 6, Vers 43 bis 45. Lukas 6, 43 bis 45. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornenbusch liest man keine Trauben. Also, der Gedanke dahinter ist, dass unser böses Herz, diese alte Natur, genauso ist wie ein Dornenbusch. Und du kannst so lange versuchen, Trauben von einem Dornbusch zu bekommen, wie du möchtest. Es wird nicht funktionieren. Und es ist ein Naturgesetz. Und Gott wird sein Gesetz nicht ändern, dass diese alte Natur andere Früchte hervorbringt, als die, in deren Natur es nun mal liegt. Und deswegen muss etwas Neues geschaffen werden. Deswegen muss die alte Natur weg, der Dornbusch muss rausgerissen werden und dessen Stelle muss etwas Neues gepflanzt werden. Ja, 2. Korinther 5, 17, das Alte ist vergangen. Der Alte muss weg. Und da muss eine komplette Neuschöpfung stehen. Und das Neue ist etwas ganz anderes als das Alte. Das Neue ist nicht ein bisschen Dornbusch, ein bisschen guter Baum, ja, sondern es ist wirklich ein Ersatz. Wir müssen das wirklich begreifen, was hier gesagt wird. Und Enweit bestätigt das auch im besseren Leben. Sie sagt, du musst gut sein, ehe du Gutes tun kannst. Du kannst niemand zu einer Umstellung beeinflussen, wenn du nicht selbst durch die Gnade Christi demütig, laut und milde geworden bist. Hat sich dieser Wandel in dir vollzogen, dann kannst du gar nichts anderes als ein Segen sein, muss doch auch der Rosenbusch seine duftenden Blüten und der Weinstock seine köstlichen Trauben spenden. Also was sie sagt ist, versuch nicht dich zu trainieren, demütiger zu werden. Versuch nicht dich zu trainieren, lauter zu werden, milde zu werden, geduldig zu werden, all diese Dinge. Sag, bekenne, dass du das nicht bist, dass es nicht in deiner Natur liegt, das zu sein, und gib es auf. Bekenne Gott, dass du das bist und übergib es. Und lass dich vom Heiligen Geist beeindrucken, was das bedeutet, dass dieser Mensch, der du bist, nicht mehr existiert, dass er aufhört zu existieren. Und wir werden genau noch darüber reden, wie diese Übergabe wirklich im Detail abläuft. Aber Gott kann uns das klar machen, was diese Übergabe bedeutet. Und dass wir dann auf einmal merken werden, dass Gott diese Umwandlung in uns tut. Enweit sagt, es ist ein Wunder. Und wir werden im Nachhinein merken, dass es geschehen ist. Wir müssen nicht warten, bis wir fühlen, oh, hat Gott es jetzt gemacht? Nein, dann wäre es nämlich Wandeln im Schauen und nicht im Glauben. Der Zeitpunkt, wo Gott dieses Werk tun kann, ist, wo wir glauben, dass er es schon getan hat, weil er es verheißen hat. Und wenn wir das glauben und vorangehen und sagen, danke Herr, dass es geschehen ist, dann werden wir erst im Nachhinein in der Situation feststellen, dass wir auf einmal anders waren. Und wir sagen,
das ist das Herrnwerk und nicht unser eigenes. Und wir schauen zurück und dachten, was ist denn jetzt passiert? Und wir werden sehen, dass es überhaupt nichts mit irgendetwas zu tun hatte, was wir vollbracht haben. Und werden zurückschauen auf die wunderbare Schöpfung, die Gott in uns getan hat. Das ist tatsächlich, was Gott in uns tun möchte. Und dann sagt sie, wenn Christus in dir die Hoffnung der Herrlichkeit ist, hast du gar kein Verlangen danach, anderen aufzulauern, ihre Fehler bloßzustellen, statt zu beschuldigen und zu verdammen, richtest du dein Augenmerk darauf, zu helfen, zu segnen und zu retten. Sie macht den Punkt, dein Verlangen wird sich ändern, deine ganze Natur wird sich ändern, geistliche Natur. Wieder, 1888 Botschaft. Das ist aus dem Buch Christus und seine Gerechtigkeit, 1890. Ja, also praktisch Standardwerk von Wegener über die 1888 Botschaft. Bestätigt er hier, was wir sagen? Er sagt, gute Handlungen können unmöglich aus einem sündigen Herzen hervorgehen. Ja, wieder Handlungen und Zustand. Das veranschaulicht der Herr kraftvoll durch ein Gleichnis. Ein jeglicher Baum wird an seiner Eigelfrucht erkannt. Denn man liest nicht Feigen von Dornen und man liest nicht Trauben von den Hecken. Also er benutzt auch Lukas 6, ja, hier 44. Und dann sagt er danach, damit soll gesagt werden, dass der Mensch nichts Gutes tun kann, wenn er nicht erst gut wird. Also genau, was Ellen White auch gesagt hat. Nichts lehrt die Bibel deutlicher als das, was wir tun, das Ergebnis dessen ist, was wir sind. Der letzte Satz hier sagt, der Mensch muss gerecht gemacht werden, damit er das Gute, das er zu tun wünscht und das von ihm verlangt wird, vollbringen kann. Eine Veränderung unserer Natur. Genauso wie dieser Baum ersetzt werden muss. Ellen White sagt das Gleiche. Das Herz muss erneuert werden, der Baum muss gut gemacht werden, sonst wird keine gute Frucht erscheinen. Du musst von Neuem geboren werden. Das ist die Neugeburt. Und jetzt sagt sie, Gerechtigkeit, Wahrheit, Barmherzigkeit sind die Früchte des Glaubens. Wir müssen im Lichte von Gottes Gesetz wandeln, denn gute Werke werden die Frucht unseres Glaubens sein, welche aus einem Herzen hervorgehen, welches jeden Tag erneuert wird. Der Baum muss gut gemacht werden, bevor die Frucht gut sein kann. Wir müssen Gott ganz hingegeben sein. Unser Wille muss recht gemacht werden, bevor die Frucht gut sein kann. Also jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass unser Wille nicht mal gerecht ist, nicht mal recht funktioniert. Wir wollen nicht mal das Richtige. Aber was sagt sie? Sogar der Wille muss recht gemacht werden. Das ist die Umwandlung der Natur. Das Wollen und das Wollen. Ja, Gott muss uns selbst das richtige Wollen geben. Und das werden wir gleich sehen. Wir müssen wollen, dass er uns das richtige Wollen gibt. Und da sehen wir auch, dass wieder die Bibel zwischen zwei verschiedenen Willen unterscheidet. Denn wir können willig sein, willig gemacht zu werden. Das werden wir gleich noch sehen. Also, noch ein wunderbares Zitat dazu aus dem Leben Jesu, 155. Das ist über die Unterredung von Jesus mit Nikodemus, über die Wiedergeburt. Sie sagt, von Natur aus ist das Herz böse. Ja, wieder Natur, darum geht's. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer. Keine menschliche Erfindung kann eine mit Sünden beladene Seele heilen. Jetzt zitiert sie Römer 8,7, die fleischliche Gesinnung. Ja, die Gottes Gesetz nicht untertan ist, weil es gar nicht in der Natur der fleischlichen Gesinnung liegt, das Richtige zu tun. Da kann nichts Gutes, keine guten Handlungen können davon kommen. Sie sagt dann, die Quelle des Herzens muss gereinigt werden, ehe der Strom klar werden kann. Wieder das Bild. Ja? Quelle und was da herauskommt. Natur und die Handlung. Also Gott geht zur Wurzel, zur Quelle. Und dann in dem letzten Fettgedruckten hier, das Leben des Christen ist keine Veränderung oder Verbesserung des alten Lebens, sondern eine Umwandlung der Natur. Dass ich und die Sünde sterben und es beginnt ein völlig neues Leben. Immer wieder derselbe Punkt. Und was eben die Gefahr ist, wenn man das nicht versteht, ist, man versucht dann, ja, wenn man auch noch so viel darüber predigt, dass die Gnade Gottes uns ja hilft, seine Gesetze zu halten, das alles hilft nichts, wenn wir nicht verstehen, dass zuerst die alte Natur sterben muss. Denn was macht man dann?
Das, was hier steht, man versucht, sein altes Leben zu verändern und zu verbessern. Es ist zu versuchen, dass der Dornenbusch Trauben hervorbringt. Und die Bibel hat auch viele Beispiele, wo gezeigt wird, dass man in seinen eigenen Werken durchaus so aussehen kann und diesem Standard scheinbar sehr nahe kommen kann. Und deswegen ist auch die Täuschung so groß bei vielen, die denken, oh, ich mache doch das und das richtig und halte mich da und da dran. Ja, aber das Fatale daran ist, dass das alles völlig nichtig ist vor Gott, weil die alte Natur das Himmelreich nicht erben kann. Nur eine Wiedergeburt, die neue Natur, kann ins Himmelreich kommen. Und du kannst den Dornbusch mit noch so vielen Trauben schmücken, sie sind nicht davon gekommen. Und es ist wertlos vor Gott. Ein Beispiel ist Abraham. Wenn wir auch noch sehen, Abraham hatte Isaak als Sohn. Und da hat er versucht, die Verheißung Gottes in eigenen Werken zu erfüllen. Hat Gott gesagt, er wird Isaak segnen? Ja. Ja, und Isaak ist auferwachsen, es war sein einziger Sohn. Ja, und nach mehreren Jahren hat Gott gesagt, aber die eigentliche Verheißung ist, ja, dass es aus dir und Sarah kommt. Und was hat Abraham gesagt? Oh, das hier, ach nee, Ismael war es, sorry, nicht Isaak. Ja. Ja, also Ismael war der Sohn, wo er versucht hat, die in seinen eigenen Werken, also mit dem Hausmädchen von Sarah, Hagar, die Verheißung Gottes zu erfüllen. Aber es waren eigene Werke. Und als er gesagt hat, oh Gott, dass Ismael vor dir leben möge, was hat Gott gesagt? Nein. Schick ihn weg. Ich kann ihn nicht annehmen. Ich kann ihn segnen und alles, aber es ist nicht die Erfüllung der Verheißung, die ich eigentlich vorhabe mit dir. Denn was ist die Verheißung Gottes? Ich werde dort Leben schaffen, wo kein Leben ist. In deinen Lenden, in Sarahs Lenden, da ist nur Tod. Aber ich kann dort Leben schaffen. Und so sind auch wir tot in den Übertretungen, in unseren Sünden. Aber Gott kann da Leben schaffen. Das ist die Lehre daraus. Und Abraham hat lange Jahre gebraucht, um diesen Punkt des Glaubens zu erreichen, zu verstehen und dann auch darauf zu vertrauen. Aber dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und den brauchen wir auch. Und Paulus, erinnert euch an Paulus, hat er nicht gesagt in Philippa, als ich bin ein Pharisäer nach dem Geschlechte Benjamins und nach dem Gesetz war ich tadellos. Wenn man äußerlich auf mich geschaut hat, also wenn irgendjemand ein Kind Gottes gewesen wäre nach diesen äußerlichen Sachen, dann sicher Paulus, ja. Aber was war dann später, als er die Bekehrung hatte und das Gesetz kam, in Römer 7 wird das beschrieben, das Gesetz kam und ich erkannte, dass ich unter der Sünde verkauft bin, dass ich fleischlich bin. Und dass da, wie viel Gutes in mir ist? Nichts. Nichts. Das alles, was er vorher gemacht hat, was er getan hat, ja, er war ja im Volk Gottes, ja, er war im berufenen Volk Gottes, er ist zur Gemeinde gegangen, hat die Bibel auswendig gekannt, alles. Hat das irgendetwas vor Gott gezählt? Nein, nichts. Und da müssen wir uns fragen, sind wir in der Gemeinde? Gehen wir jeden Sabbat dorthin? Kennen wir die Bibel? Tun wir viele tolle Sachen, sodass äußerlich alles gut aussieht? Aber kann es sein, dass wir wie Paulus sind und noch diese Erfahrung brauchen, dass tatsächlich unser alter Mensch stirbt, weil das alles dann vor Gott nicht angenommen werden kann? Deswegen sagt sie, das Leben des Christen ist keine Veränderung oder Verbesserung des alten Lebens. Christus kommt nicht, um unser altes Leben zu retten, sondern uns ein völlig neues zu geben. Das heißt, die alte Natur, geboren von Blut und dem Willen des Fleisches, kann das Reich Gottes nicht erben. Jetzt sagt sie, was für eine Natur sie meint. Die alte Weise, die vererbten Neigungen, die früheren Gewohnheiten müssen aufgegeben werden. Denn Gnade wird nicht vererbt. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir werden nicht geboren mit einer Natur, die in der Lage ist, das Gesetz zu halten. Das können wir nur durch die Gnade. Aber niemand wird mit dieser Gnade geboren. Niemand. Und wenn ich sage, ja, ich werde geboren und als Kind bin ich halt unschuldig, weil ich noch nicht weiß, was richtig und falsch ist, aber sobald ich jetzt mündig werde und ich höre das erste Mal jetzt aus dem Gesetz, ja, aus der Bibel, was richtig und falsch ist,
dann muss ich mich dazu entscheiden, das Richtige zu tun. Jetzt weiß ich es ja. Das ist, was viele lehren. Aber es berührt überhaupt nicht ja, den Punkt, dass ich erstmal die Gnade empfangen muss von Gott, das überhaupt tun zu können, mich entscheiden zu können. Und die Gnade ist die Kraft Gottes. Die Gnade ist genau diese göttliche Natur zu empfangen. Das ist das Gnadengeschenk, das Christus uns geben möchte. Sein Leben, um dann in den Zustand versetzt zu werden, sein Gesetz zu halten. Und dieses neue Leben können wir nur bekommen, wenn erstmal unser altes Leben stirbt. Denn unsere erste Geburt, die wir haben, ist satanische Natur. Die Wiedergeburt besteht in neuen Beweggründen, neuen Vorlieben, neuen Neigungen. Wie wir sehen werden, einen neuen Willen. Die durch den Heiligen Geist zu einem neuen Leben wiedergeboren sind, sind Teilhaber der göttlichen Natur. Das heißt, davor hatten wir sie nicht. Wir sind nicht damit geboren. Und in allen ihren Gewohnheiten und Handlungen werden sie ihre Beziehung zu Christus unter Beweis stellen. Wenn Menschen, die behaupten, Christen zu sein, alle ihre natürlichen Mängel an Charakter und Neigungen beibehalten, worin unterscheidet sich dann ihre Einstellung von der eines Weltmenschen? Viele Weltmenschen können ein gutes Leben führen, können Reformen machen, können mit dem Rauchen aufhören, können alle diese Dinge tun. Das heißt nicht, dass man das neue Leben bekommen hat. Okay, also wir haben das Beispiel mit dem Baum, dem guten und schlechten Baum gesehen. Was sind weitere Beispiele, diese wichtige Lehre uns verständlich zu machen, dass Sünde wirklich unsere Natur ist, die verändert werden muss? Das heißt, unser ganzes Herz muss sich vor Gott demütigen, sonst kann der Wechsel nicht eintreten, der uns in den Zustand der Gottähnlichkeit zurückversetzt. Von Natur aus sind wir von Gott entfremdet. Der Heilige Geist schildert diesen Zustand treffend mit den Worten, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden. Das ganze Haupt ist krank. Was ist das? Krankheit. Ja? Das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis aufs Haupt ist nichts Gesundes an ihm. Satan hält uns in seinen Schlingen, indem wir gefangen sind zu seinem Willen. Also wir hatten Krankheit, jetzt haben wir Gefangenschaft. Das ist alles ein Zustand. Gott will uns befreien aus der Gefangenschaft, uns heilen von unserer Krankheit. Das ist alles dasselbe. Da dies aber eine vollständige Umbildung und Erneuerung unserer ganzen Natur erfordert, müssen wir uns dem Herrn ganz hingeben. Also seht ihr jetzt, in welche Richtung wir unseren Willen oder unsere Entscheidung gebrauchen müssen? In der Übergabe. Ja? Denn diese vollständige Umbildung oder Erneuerung unserer Natur kann ja nur geschehen, wenn wir uns entscheiden, dass Gott das tun soll. Gott wird es ja nicht gegen unseren Willen tun. Und das ist dieser unermessliche Teil, den wir schon tun müssen. Denn Gott wird sich nicht aufzwingen. Das ist eigentlich nicht schwer. Ja, wirklich nicht schwer. Ja, das ist ganz einfach. Ja. Und wenn wir das wissen und trotzdem das nicht tun, dann ist es wirklich schwer wegen der trennenden Sünde. Ja, ja. Weil das Leben der Sünde sind wir. Es sind wirklich wir. Und wir identifizieren uns so sehr mit diesen ganzen Dingen, die wir ja sind. Und das werden wir gleich sehen, dass das wirklich... Also du sagst, es ist nicht schwer, weil es ist eigentlich einfach in dem Sinne, weil es, wir müssen ja nichts tun. Wir müssen es nur machen, die Entscheidung treffen. Aber es ist halt in dem Sinne schwer, uns erstmal begreiflich zu machen, was das alles beinhaltet, was wir da alles aufgeben und dann diesen Schritt wirklich zu gehen. Ja, es ist so leicht, wie schwer es doch dann ist. Ne? Also der Bericht der Bibel über die Art, wie Jesus den Kranken heilte, ist einfach. Daraus können wir lernen, wie wir an den Heiland glauben müssen, wenn uns die Vergebung unserer Sünden zuteil werden soll. Also seht ihr, Vergebung beinhaltet immer Heilung unseres Zustandes, Veränderung unserer Natur. Der Punkt aus den letzten Vorträgen, ja, dass Vergebung nicht einfach nur ist, ich vergib dir, was du getan hast, sondern ich heile dich auch von dem Zustand, der dazu führt, dass du das alles tust. Ganz wichtig. Also hier nochmal, wir hatten das Zitat auch schon an der vorigen Vorträge. Der Mensch wurde wirklich durch die Übertretung Adams zum Teilhaber der satanischen Natur. Und jeder erbt das. Ja?
Vielleicht kurz. Es gibt ja diese Vorstellung der Ursünde, ja, die aber beschreibt, dass wir verantwortlich gemacht werden für das, was Adam und Eva getan haben. Und das werden wir nicht. Das Problem ist, dass wir ihre Natur erben und aufgrund dessen selber dann die Sünde tun. Erinnert euch, Gnade wird nicht vererbt. Was ist das einzige andere, was vererbt werden kann? Die satanische Natur. Und es ist diese Natur, die wir erben. Aber, ja, das Schöne ist ja, dass genauso wie das vererbt wird, Gott schon jede Vorkehrung dafür getroffen hat, dass wir davor befreit werden können. Deshalb kann niemand sagen, oh, ich habe einen Nachteil, ich bin jetzt geboren mit der satanischen Natur. Ja, alles ist da als Geschenk, wir müssen nichts tun, ja, dass wir sie nicht mehr haben. Wir können sie einfach abgeben, sagen, okay, ich sterbe, ich bin das nicht mehr, schaffe mir ein neues Leben. Unser Problem ist, uns klar zu machen, oder das Problem ist, uns klar zu machen, wie einfach eigentlich dieser Schritt ist. Weil wir so trainiert sind, in unserer Gesellschaft nach Leistung zu gehen. Wir denken immer, wir können nur etwas Gutes bekommen, wenn wir etwas dafür bringen, wenn wir etwas dafür leisten. Und das ist so eingegraben in unser Denken, es ist so tief drin, dass es halt schwer ist, das wieder rauszubekommen. Das heißt, es ist so schwer, uns eigentlich die Einfachheit klar zu machen. Darin liegt die Schwierigkeit. Ja. Ja, die Schwierigkeit liegt, denke ich, nur auch daran, dass wir den absoluten Glauben nicht haben. Ja, also auch so diese Erfahrung von Ellen White, wo sie sich da vom Felsen stürzen, also in unserem Problem, dass wir wirklich an dem Seil greifen, also an unserem Glauben, Gott tut es und wir springen. Weißt du, das ist ja nur nicht die Endzeiterfahrung, das ist ja bei Überwinden unserer Sünden auch, unserer Probleme, ja. Ja. Denke ich mir. Also ich habe das, der, ich bekenne Gott, in mir fehlt der absolute Glaube. Der absolute, das absolute Vertrauen fehlt mir auch. Man muss den lernen, gewisserweise. Ja. Also man muss wissen, worin der besteht. Ja, und das tun wir gerade, weil Teil davon ist überhaupt, an was muss ich glauben, was mit mir geschehen muss. Ich muss wissen, ich muss einen intelligenten Glauben haben. Und wie das genau ausgeübt wird, darüber wird Connor dann auch noch später sprechen. Gehen wir mal auf den Aspekt der Gefangenschaft ein. Den Zustand wieder der Gefangenschaft. Also wir wissen schon, 1. Johannes 3, Vers 4 sagt, wer die Sünde tut, tut die Gesetzlosigkeit, denn Sünde ist die Übertretung des Gesetzes oder die Gesetzlosigkeit. Und es klingt wie eine Handlung. Aber wir müssen alle Bibelstellen zusammenbringen. Johannes 8, 34. Johannes 8, 34 gibt uns jetzt noch eine tiefere Definition der Sünde. Johannes 8, 34, dort heißt es, Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Also hier wird beschrieben, ja, dass das Tun der Sünde eigentlich eine Folge von einem Zustand ist. Und was ist der Zustand? Knechtschaft, Sklavenschaft. Zu was? Zur Sünde. Also Sünde wird hier eigentlich als ein Herrscher beschrieben, als ein Sklaventreiber. Und ich bin im Zustand eines Sklaven. So, geht mal zu Matthäus 6, 24. Matthäus 6, 24, wir folgen diesem Gedanken weiter. Also erinnert euch, die Sünde ist wie ein Meister, wie ein Herrscher, ein Sklaventreiber. Und was sagt Matthäus 6, 24? Niemand kann zwei Herren dienen. Es ist derselbe Gedanke. Du kannst nicht ja einen Teil von dieser alten Natur, von deinem alten Zustand behalten. In der Bekehrung findet ein kompletter Austausch statt. Du wirst komplett befreit. Der alte Herrscher geht und du bekommst einen neuen Herrscher. Christus wird seine Herrschaft nicht mit Satan teilen. Du kannst nicht in deiner Bekehrung ein bisschen von dem Alten behalten. Die Bibel ist da ganz deutlich drüber. Noch ein Text dazu, 2. Petrus 2. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 19. 2. Petrus 2, Vers 19.
sagt, dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind, denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Also, das ist eine gute Selbstprüfung. Habe ich dieselbe Sünde, von der ich beständig überwunden werde? Was heißt das, wer mein Herr ist? Wenn ich überwunden werde von der Sünde, dann zeigt das, dass tatsächlich die alte Natur noch da ist, denn ich bin immer noch in Gefangenschaft. Wovon jemand überwunden wird, dessen Sklave ist er auch geworden. Also Ellen White sagt, der Mensch ist Satans Gefangener und neigt von Natur dazu, seinen Einflüsterungen und Befehlen zu folgen. Deswegen muss diese Befreiung von dieser Natur, von dieser Gefangenschaft stattfinden. Und wir haben ein wunderbares Bild im Alten Testament. Das Alte Testament ist das Evangelium in Symbolen, in Geschichten. Und das Neue Testament ist das Evangelium in klaren Worten. Ja, natürlich findet man in beiden beides, aber hauptsächlich, ja, diese ganzen Geschichten, die Bibel will uns nichts anderes lernen als das Evangelium. Und was könnte eine bessere Beschreibung für den Zustand der Sünde sein, als die Sklavenschaft in Ägypten im Alten Testament? Und das ist, was Ellen White sagt. Patriarchen und Propheten, das Passafest wurde zum Gedächtnis und als Vorbild gestiftet. Erinnert euch, Passa war der Auszug aus Ägypten. Ja, diese Nacht, wo sie ausgezogen sind, war das erste Passamahl. Und sie sagt, es sollte nicht nur an die Befreiung aus Ägypten erinnern, sondern auch hinweisen auf die wichtige Erlösung von der Knechtschaft der Sünde, die Christus für sein Volk erwirken würde. Also die Befreiung Israels aus Ägypten veranschaulicht die Erlösungstat. Es ist eine Befreiung aus der Knechtschaft. Da wird uns gezeigt, ja, dass die Sklaven waren, dass wir Sklaven sind und Befreiung Gottes brauchen. Es ist ein Wunder Gottes. Ja. Er hat durch diese Wunder gewirkt und dadurch sind sie befreit worden. Und wenn ihr euch überlegt, ja, ein Sklave dort, wenn wir das jetzt verbinden mit der Vergebung, die Gott ja anbietet, stellt euch diesen Sklaven da, der abends er in sein Bett geht, er gehört zum Volk Gottes, ja, er ist Hebräer, er weiß eigentlich seinen Auftrag, das Reich Gottes zu bauen, und was muss er bekennen? Ich habe heute wieder das Reich Satans gebaut. Ja, ich wurde getrieben hier, aber Herr, ich weiß, ich sollte das nicht tun, also bitte Gott, vergib mir. So, in der Bibel heißt es, wenn wir bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, uns zu vergeben. Aber was ist das Problem, wenn dieser Sklave am nächsten Morgen aufsteht? Er wird genau dasselbe tun, was er am Vortag gemacht hat. Warum? Weil er sich dazu entscheidet? Weil er es will? Nein. Er muss es tun, wegen seinem Zustand. Weil er ein Sklave ist. Könntest du jemanden in dieser Situation sagen, alles hängt von deiner Entscheidung ab? Entscheide dich einfach, das Richtige zu tun. Nein. Das ist viel zu kurz gegriffen. Wir müssen erkennen, dass es um Sklavenschaft geht. Um unseren Zustand. Das ist ein Bild. Also gehen wir mal zu Römer 7. Römer Kapitel 7. Wo eigentlich Paulus, ja, jetzt dieses Symbol oder diese Geschichte aus dem Alten Testament der Knechtschaft in Ägypten aufgreift und einfach in klaren Worten ausformuliert. Römer 7, ab Vers 18. Dort heißt es, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Also reicht es, das Gute zu wollen? In diesem Fall sehen wir ganz klar nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Also, es ist genau diese Beschreibung eines so Sklaven in Ägypten. Ja. Es ist die Sünde, die in ihm wohnt, heißt es in Vers 20, die das tut. Also es gibt ihn ja mit seiner menschlichen Natur, aber da drin wohnt die Sünde. Und das ist, was Gott herausnehmen möchte und ersetzen möchte durch etwas Neues. Gehen wir mal zu Vers 22. Dort heißt es, denn ich habe Lust an dem
Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Also hatte Paulus oder den Zustand, den er hier beschreibt, hatte er sozusagen schon eine intellektuelle Bekehrung? Wollte er denn schon das Richtige tun? Ja. Er sagt, ich habe Lust an dem Gesetz Gottes. Da war ja mal eine Zeit in dem Leben von Paulus, ja, wo er einfach völlig ignorant gegenüber dem Gesetz über war. Also die Geistlichkeit des Gesetzes ist ihm noch nicht offenbart worden. Ne? Er hat zwar äußerlich nach dem Gesetz gelebt, aber eigentlich hat er gesündigt. War ja klar. Aber ihm war das gar nicht bewusst. So. Dann kam die Überführung. Gottes Gesetz sagt, ich bin ja ein Sünder. Ich gedacht, alles wäre gut, aber jetzt erkenne ich, es ist überhaupt nicht gut. Und er findet sich in dem Zustand wieder, wo er sagt, jetzt will ich das Gesetz halten nach dem inneren Menschen. Und Vers 23 sagt, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich, was? Gefangen nimmt. Unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Das heißt, genau wie der Sklave in Ägypten braucht er Befreiung von der Gefangenschaft. Und zu was ist er in Gefangenschaft? Ja, Römer 8, Vers 7. Zu der Gesinnung des Fleisches, die in seinem Körper wohnt. Das ist dieses Gesetz der Sünde, von dem er frei gemacht werden muss, das aus ihm herausgenommen werden muss und ersetzt werden muss durch das Leben von Christus, das ihm eingepflanzt werden muss. Und auch E.G. Wegener hat ganz klar verstanden, dass diese Erfahrung in Römer 7, die Paulus hier beschreibt, nicht die Beschreibung eines bekehrten Christen ist. Viele benutzen diesen Vers und ihr Leben als Christen, wo sie einfach nicht das Gute, was sie tun wollen, vollbringen können, sagen, na guck, Paulus war doch bekehrt. Ja, er hat doch auch hier gesagt, das Gute gelingt mir nicht. Die Sünde, die in mir wohnt, tut halt noch die Sünde. War Paulus nicht bekehrt? Natürlich. Als er es geschrieben hat, war er bekehrt. Aber er redet hier über eine Phase in seinem Leben, wo er noch nicht diesen Punkt erreicht hat. Und man kann das ganz einfach daran sehen, dass er in Römer 7 hier, in diesen Versen, die wir gelesen haben, davon spricht, dass er gefangen ist. Gefangenschaft. Und nur wenige Verse später, in Kapitel 8, schreibt er, dass er frei ist. Jetzt kann er gleichzeitig gefangen und frei sein? Nein. Er beschreibt den Übergang von der Gefangenschaft, in der er war, hin zur Freiheit, die er hat. Das heißt, er kann nicht beides gleichzeitig haben, als er das geschrieben hat. Und E.G. Wegener schreibt hier, wieder in diesem Standardwerk 1890, Christus und seine Gerechtigkeit, was dieses Gebundensein und diese Gefangenschaft bedeuten, ist schon gezeigt worden. Es ist die Knechtschaft der Sünde, die Sklaverei, in der man sogar gegen seinen Willen durch die Macht ererbter und im Leben erworbener schlechter Neigungen und Gewohnheiten zur Sünde gezwungen ist. Befreit Christus von einer christlichen Erfahrung? Er schreit ja hier, befreie mich von diesem Todesleib. Jetzt, wenn das eine christliche Erfahrung ist, warum will man dann davon befreit werden? Ist doch super, brauche ich keine Befreiung. Aber er fragt hier, befreit Christus von einer christlichen Erfahrung? Natürlich nicht. Die Knechtschaft der Sünde, über die Paulus in Römer Kapitel 7 klagt, ist nicht die Erfahrung eines Kindes Gottes, sondern die eines Knechtes der Sünde. Christus kam, um uns von dieser Knechtschaft zu erlösen. Er befreit uns in diesem Leben nicht von Kampf und Streit, sondern von Niederlage. Den Punkt haben wir auch schon gemacht. Kämpfe werden nicht aufhören. Wir müssen in den Kämpfen immer zu Christus gehen und sagen, kämpfe du für mich, du hast schon gewonnen, und seinen Sieg in Anspruch nehmen. Das bleibt bis zum Ende. Aber die Niederlagen, davon möchte er uns befreien. Die Frage ist, überwinden wir oder werden wir überwunden? Und er sagt dir ganz klar hier, dass diese Erfahrung nicht die eines Kindes Gottes ist. Nur Kinder Gottes kommen in den Himmel. Und wenn das unsere Erfahrung ist, dann sollte uns das aufwecken zu der Tatsache, dass wir noch nicht mal die richtige Bekehrung hatten, die uns zu Kindern Gottes macht. Also, geht mal zu 1. Johannes 5.
1. Johannes Kapitel 5. Und dort Vers 4. 1. Johannes 5, Vers 4, dort heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die Erfahrung in Römer 7, die er dort beschreibt, überwindet er die Welt, überwindet er die Sünde oder wird er von der Welt überwunden? Er sagt, ich will das Gute, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Er wird von der Welt überwunden, obwohl er das Richtige will. Aber hier heißt es, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Also ist die Beschreibung desjenigen aus Römer 7, der überwunden wird, von Gott geboren? Nein. Und Jesus sagt ganz klar in Johannes 3,3, ja, wer nicht aus Gott geboren ist, wer nicht aus Wasser und Geist neu geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Also wenn wir in diesem Zustand von Römer 7 bleiben und angenommen wir sterben, werden wir dann in der ersten Auferstehung dabei sein? Nein. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Denn erst wenn wir das zugeben, kann überhaupt die Erlösung zu uns kommen. Du hast recht, dass mit der Geschichte die Hinausführung aus der ägyptischen Sklaverei, ja, es gibt wirklich ganz genau wieder die christliche Übergabe und diesen Kampf, weil das Ziel war das gelobte Land, ja. Mose hat sie hinausgeführt, aber letztendlich oder Sklaverei hat sie Gott befreit, ja. Ja. Und in der Wüste fingen sie an zu zweifeln. Ja, ja. Ob das Gott ist, der Gold, das goldene Kalb, ja, sie machten sich an anderen Gott, wir machen uns dann auch andere Götter. Und letztendlich viele erreichten das Ziel nicht. Ja. Nur diejenigen, die wirklich völliges Vertrauen und die sich völlig Gott übergeben haben, die haben das gelobte Land erreicht. Genau. Ja. Man muss halt auch unterscheiden zwischen dem Symbol oder der geistlichen Bedeutung, die dieses Herausführen aus Ägypten uns lehrt, ja, die Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde, und was diejenigen, die da gelebt haben und das wirklich durchgemacht haben, erfahren haben. Denn es ist tatsächlich so, dass Gott auch ja denen durch diese Befreiung klar machen wollte, was sie geistlich brauchen. Aber Ellen White ist ganz klar darüber, dass die meisten, die aus Ägypten herausgeführt waren, diese geistliche Bedeutung nicht verstanden und erfahren haben und eigentlich Ägypten in ihrem Herzen mitgenommen haben, weshalb sie dann in der Wüste so gemurrt haben, als dann die Probleme kamen. Weil Gott natürlich auch ihnen die geistliche Bedeutung vermitteln wollte, die er durch diese äußerliche Befreiung hier gewirkt hat. Ja, auch für sie sollte es ein Gleichnis sein. Aber selbst für sie hat es das im großen Teil, im Großen nicht bewirkt. Ja, und ich denke mir, das ist ja nicht reserviert nur für die Leute, die halt intelligenzmäßig das erkennen. Ne? Gott hat gesagt, dem Aufrichtigen lasse ich es gelingen. Da habe ich mich schon auch in der Vergangenheit gefragt. Ja? Es gibt wirklich einfache Menschen, denen das zu hoch alles ist. Ja? Mhm. Aber Gott verheißt, dem Aufrichtigen lasse ich es gelingen. Das bedeutet, du musst ja nicht, welche Intelligenz IQ haben. Ja? Mhm. Wenn du aufrichtig nach Gott suchst, lässt er sich finden. Ja? Und das ist fantastisch. Also ist absolut gerecht. Absolut auf jeden Fall. Ja. Deswegen. Gott kann einem durch seinen Geist klar machen. Er kann uns klar machen, was diese Übergabe bedeutet. Und wenn wir sie dann tun, dann haben wir es. Es liegt nicht an Intellekt, ja, es liegt nicht an viel Wissen. Auch einem ganz einfach gestrickten Menschen kann Gott sehr wohl durch seinen Geist klar machen, was diese Übergabe ist, die er vollbringen muss. Wir machen das hier, um uns sicher zu sein, von was die Bibel spricht. Ja, und wie gesagt, ich habe schon gesagt, wir sind so verkopft und intellektuell heute, dass wir das anscheinend wirklich brauchen. Gerade wenn wir lange Zeit falsch gelehrt wurden und Betonungen woanders gesetzt wurden und nicht am richtigen Punkt, dann brauchen wir das jetzt so. Aber wenn wir es einmal verstanden haben, ich glaube, wenn der laute Ruf rausgeht und diese Botschaft, das Evangelium an die Welt, wir werden einfache Mittel finden, den Menschen klarzumachen, was das Evangelium wirklich ist. Ja.
Also sie sagt, damit der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werden kann, muss der Glaube einen Punkt erreichen, an dem er die Neigungen und die Impulse des Herzens kontrolliert. Und durch den Gehorsam wird der Glaube selbst vervollkommnet. Also das sind die Früchte, ja, das ist das, was am Ende steht und da herauskommt. Und daran sieht man, dass wir tatsächlich einen Glauben haben, nämlich dass dann die Früchte, also die Werke, der Gehorsam folgt. Aber am Anfang, ja, steht der Glaube, der diese Herrschaft erlangt über die Neigungen und Impulse des Herzens. Das heißt, im Leben Jesu ist es kein Wunder, dass wir uns aus den Fesseln Satans befreien können. Feindschaft gegen Satan liegt nicht in der Natur des menschlichen Herzens. Sie erwächst in uns vielmehr durch die Gnade Gottes. Wenn eine Seele, die von einem launischen und eigensinnigen Willen beherrscht wurde, nun frei wird und sich völlig dem göttlichen Einfluss hingibt, ja, dann ist dieses Wunder geschehen, sagt sie. Das ist die Bekehrung, das ist das neue Herz. Ja, von diesem eigensinnigen Willen, einen falsch geleiteten Willen, befreit zu werden. Das heißt, eigentlich sind wir in Gefangenschaft unseres eigenen Willens. Das ist Teil dieser Natur, dieser sündigen Natur, die wir haben und von der wir befreit werden müssen. Also, wie gebrauchen wir unseren Willen richtig? Ellen White benutzt auch Johannes 8, 34, wo es heißt, wer die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Sehr schön, um das zu erklären. Sie sagt hier, Jesus schaute diese Menschen an, die Sklaven der Bosheit waren und Rachegedanken hegten und antwortete betrübt, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Sie waren der übelsten Knechtschaft verfallen, beherrscht vom Geist des Bösen. Jeder Mensch, der sich dem Anspruch Gottes verweigert, wird von einer anderen Macht beherrscht. Er gehört nicht sich selber. Mag er auch von Freiheit reden, in Wirklichkeit lebt er doch in der erniedrigsten Knechtschaft. Er darf den Glanz der Wahrheit nicht aufnehmen, denn der Teufel beherrscht seinen Geist. Vielleicht schmeichelt er sich damit, der eigenen Urteilskraft zu folgen. Tatsächlich aber gehorcht er dem Willen des Fürsten der Finsternis. Christus kam, um die Seele von den Fesseln der Sündenknechtschaft zu erlösen. Na, er macht uns frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und dann sagt sie, in dem Werk der Erlösung gibt es keinen Zwang. Also wieder, ne, es braucht schon unsere Zustimmung. Keine äußere Gewalt wird angewandt. Unter dem Einfluss des Geistes Gottes steht es dem Menschen frei, selbst zu entscheiden, wem er dienen möchte. Also Gott muss schon warten, dass wir sagen, ja, ich möchte unter deine Herrschaft kommen. Ja, also obwohl wir gefangen sind in der Knechtschaft der Sünde und unter Satan, wir können in dieser Knechtschaft sagen, ich möchte nicht mehr in dieser Knechtschaft sein, ich möchte unter Gott sein. Diese Freiheit haben wir. Also wieder, wir müssen wissen, in welche Richtung müssen wir unsere Entscheidungsfähigkeit gebrauchen. Ich denke mir, da musst du die Sehnsucht nach Gott haben, einfach. Oder? Die Sehnsucht. Genau. Ja. Wir haben halt auch gelesen, die Sehnsucht ist essentiell, ja, unsere Absichtserklärung. Mhm. Ja, aber das andere Extrem ist, wie das viele Menschen denken, das reicht. Mhm. Ja, wir haben gelesen, viele haben die Sehnsucht, ja, und die Absicht. Sie wünschen sich, gute Christen zu sein. Aber wenn es dabei bleibt, wird es nichts bewirken, sagt sie. Viele werden verloren gehen, weil sie hoffen und wünschen, gute Christen zu sein. Das ist Paulus. Er wollte auch das Gesetz halten, aber es ging nicht. Und deswegen, es gibt diese zwei Willen. Ja. Dazu kommen wir jetzt gleich noch. Das heißt, hier, es trifft zu, wir können uns nicht aus eigener Kraft von der Herrschaft Satans befreien. Wenn wir aber von der Sünde frei werden wollen und in höchster Not nach einer Macht außer und über uns rufen, dann werden die Kräfte unseres Herzens von der göttlichen Macht des Heiligen Geistes so durchdrungen, dass sie den Willen Gottes als ihren eigenen erfüllen. Also Gott möchte wirklich unseren Willen so verändern, dass sein Wille zu unserem Willen wird. Und dann wollen wir auch tatsächlich das Richtige. Und hier ist das Zitat, wo sie sagt, im Fettgedruckten, aus dir selbst kannst du deine Absichten, Wünsche und Neigungen dem Willen Gottes nicht unterwerfen. Doch wenn du willig bist, willig zu werden, wird Gott an deiner Statt das Werk vollbringen. Denn Gott ist ja in euch, wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Und nochmal dasselbe aus einem anderen Zitat. Also das neue Herz, der neue Geist, der neue Verstand ist der neue Wille. Es gehört dazu. Das heißt, wir müssen uns wirklich fragen, wollen wir denn das Richtige und vollbringe ich auch das Richtige? Wenn eins von beiden fehlt, haben wir nicht die neue Natur.
Und diese Übergabe des Willens beschreibt Ellen White tatsächlich als einen schmerzhaften Prozess. Wir sollten uns da keine Illusion drüber machen, dass es einfach so geht, sondern das ist wirklich ein Opfer, das größte Opfer eigentlich, das wir bringen müssen. Ellen White sagt, der Kampf gegen das Selbst ist das größte, der jemals ausgefochten wurde. Sie sagt, um dieses hohe Ziel zu erreichen, muss alles, was die Seele behindert, geopfert werden. Die Sünde übt nur in dem Maße Herrschaft über uns aus, wie wir ihr den Willen lassen. Für die Übergabe des Willens an Gott wird das Bild vom Ausreißen des Auges oder Abhacken der Hand gebraucht. Also ihr kennt das, macht ja Jesus in der Bergpredigt. Ja? Um das physische Leben eines Menschen zu retten, gehen Menschen so weit, ja, dass mal die Hand amputiert wird oder ein Auge rausgenommen wird. Weil wenn man es nicht tun würde, könnte es den Tod bedeuten für den Menschen. Und deswegen schneidet man das ab. Und sie sagt, auf geistlicher Ebene ist es genauso. Und zwar mit deinem Willen. Das habe ich nicht verstanden, Das ist die geistliche Bedeutung. Also genauso wie wir versuchen, unser physisches Leben zu retten, indem wir sogar Dinge amputieren. Und wie schlimm ist das, ein Körperteil abzuschneiden? Es ist genauso schlimm, deinen Willen zu übergeben. Mach dir da keine Illusionen. Das ist was, das, was du bringst. Also dann sagt sie weiter, oft meinen wir, sich dem Willen Gottes zu unterwerfen, bedeutet, verstümmelt oder verkrüppelt durchs Leben zu gehen. Aber Jesus spricht, es sei besser, dass ich verstümmelt, verwundet oder verkrüppelt werde, als das ewige Leben verloren gehe. Was dir als Missgeschick erscheinen mag, ist Zugang zu höchster Glückseligkeit. Es ist keine schöne Sache, das aufzugeben. Und wir müssen uns darüber bewusst sein. Aber wir können vertrauen und glauben, dass was danach kommt, auf jeden Fall besser ist und schöner ist. Sie sagt, gewiss kostet es Opfer, wenn du dich Gott hingibst. Aber es wird ja hier Geringes dem Höheren dargebracht, Irdisches dem Geistlichen, Sterbliches dem Ewigen. Und doch will Gott auch nicht unseren Willen vernichten. Denn nur durch Willensanspannung oder Ausübung ist es uns möglich, seinen Willen auszuführen. Wir sollen unseren Willen nur in seinen Dienst stellen. Er will ihn uns geläutert und gereinigt wiedergeben. Also wir behalten schon die Fähigkeit, uns zu entscheiden. Und wir müssen das auch weiter gebrauchen, denn wir sind frei unter Gott, ihm frei zu dienen. Er ist ja ein Gott der Liebe, der immer nur freien Dienst wirklich möchte und keinen erzwungenen Dienst. Und wie wird dann das Leben sein? Es heißt, aller wahre Gehorsam entspringt dem Herzen, und zwar dem neuen Herzen, denn dem alten ja nicht. Kann das ja gar nicht. Auch bei Christus war es eine Herzenssache. Wenn wir mit ihm übereinstimmen, wird Christus sich so mit unseren Gedanken und Zielen identifizieren und unsere Herzen und Sinne so mit seinem Willen verschmelzen, dass wir, wenn wir ihm gehorsam sind, nach unseren eigenen Impulsen handeln werden. Der Wille wird geläutert und geheiligt, sein höchstes Entzücken darin finden, seinem Beispiel der Hingabe zu folgen. Wenn wir Gott so kennten, wie wir ihn nach seiner Gnade kennen sollten, dann würde unser Leben ein Leben beständigen Gehorsams sein. Weil die göttliche Natur in uns die Impulse geben würde, gerne seinen Willen zu tun. Wie wir sehen werden, natürlich oft auch entgegengesetzt zu unserer menschlichen Natur, die weiterhin gekreuzigt werden muss, das werden wir uns noch anschauen. Aber die göttliche Natur, die wir bekommen haben, wird immer überwiegen. Okay, der letzte Teil ist einfach nur Zusammenfassung, schöner Text von Ellen White, wo sie das alles einfach so schön beschreibt. Aber wir werden hier jetzt eine Pause machen. Und im nächsten Vortrag werden wir über diese Aussage von Paulus sprechen, wo er sagt, ich sterbe täglich. Und wie kann man das jetzt damit vereinbaren, wenn wir sagen, bei der Bekehrung ist ein für alle Mal der Tod der alten Natur? Wie kann er jetzt sagen, ich sterbe täglich? Aber das werden wir natürlich auch noch in Harmonie mit all dem anderen bringen. Also lasst uns zum Abschluss beten. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort und für die reiche Erkenntnis und Einsicht, die wir daraus erlangen, dass ja, die Wahrheit, die die Schrift so deutlich lehrt, ist, dass
wir das tun wegen dem, was wir sind. Und so hilf, Herr, dass uns das wirklich ins Herz geht, dass wir es begreifen auf geistiger Ebene und wir verstehen, was die Übergabe ist, die wir machen müssen, sodass wir ein erfülltes und friedvolles und ruhiges Leben in dir führen können, weil du in uns bist. Und hilf auch, dass wir das gut erklären können den Menschen, die wir noch zu dir führen wollen. Wir danken dir so sehr dafür, dass wir hier sein dürfen und diese Wahrheiten hören dürfen, dass uns dadurch vorbereitet ist, bereit zu sein für die letzten Ereignisse, die bald stattfinden. Und segne uns jetzt in der Pause und führe uns nach deinem Willen wieder zusammen, und das bitten und danken wir in Jesu Namen. Amen.